Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft I Will Survive. Und heute machen wir ein We Will Survive. Denn ich habe mich das letzte Mal doch ein ganz klein bisschen zu viel aufgeregt und habe mir gedacht, was lässt sich hier besser einsetzen als ein hoch ausgebildeter Assassine, um mir die Monster vom Leib zu halten. Darf ich vorstellen, Ezio Auditore alias Dark Speedy. Auch von mir hallo und willkommen bei We Will Survive. Ich bin momentan die Schützenhilfe für ihn. Ich soll ihn mal ein bisschen modernisieren, denn ich soll ihn aus der Steinzeit rausholen. Guter Witz, Steinzeit, Minecraft. Ich höre schon erstickt dran. Ja, so ungefähr. Gut, nachdem ich das letzte Mal so viel gewonnen habe und doch soweit alles verloren habe, würde ich sagen, fangen wir das erste Mal an, hier bisschen abzubauen. Du hast gesagt, du kannst mir das Redstone und alles da unten rausholen, ohne dass es kaputt geht. Dann führe ich dich hier erstmal auf dem Server ein. Also, das hier ist mein Haus. Beschaulich. Das war's. Wow. Ja, und ich möchte hier das Plateau, möchte ich wegmachen. Da kommt dann... Uah! Creeper, Creeper. Nicht in meiner Mine. War da was? Ich weiß nicht. Also, hier den Bereich möchte ich wegmachen. Und dann, weil ich das so wunderschön finde, dass hier oben ein See ist, lasse ich den hier dann einfach so zur Bewässerung mein Feld bewässern. Klingt doch gut. Ah, warte mal. Und das ist ideal mit dem Sand. Das lässt sich relativ schön verarbeiten. Weil dann mache ich hier einfach drei Löcher vorne auf und dann fließt das Wasser hier runter. Okay, wie sieht deine technologische Ausrüstung im Moment aus? Ich habe ein Schwert und Hühnchen. Perfekt. Gib mir bitte zwei Hühnchen und ich organisiere dir was. Dankeschön. So, dann schaue ich mich gerade erstmal um. Du kannst ja schon mal anfangen, hier ein bisschen Erde abzutragen. Ich bin gleich wieder da. Oder du kannst auch gerne mitkommen. Mach da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Hier den Erdwall entfernen. So, Momentchen, das. Wir hatten ja schon so ein bisschen generell über die Konzepte gesprochen, wie du dir eventuell eine Verteidigungsanlage vorstellst, für die ich eventuell dann die Verantwortung übernehmen soll. Ja, aber erstmal brauche ich hier Platz. Wie mir gerade auffällt, habe ich auch gar keine Spitzhacke mehr. Aber da du mich ja aus der Steinzeit herausbringen wirst und mir komplettes Diamantgear innerhalb von 3 Minuten organisierst, Das habe ich nie behauptet, das habe ich nie behauptet. Mache ich mir keine Gedanken. Also das gehen wir schon irgendwie hin. Erstmal hier ein bisschen schön machen. Ich kann dir zumindest schon mal ein Bett organisieren. Ja, das wäre doch schon mal ein Anfang. Dann müsste ich nicht immer von da hinten laufen und würde im Haus spawnen, wenn irgendwas wäre. Ich habe nämlich gerade ein paar Schafe geschlachtet. Wo habe ich denn hier Schafe? Über dem Berg, leicht links. Nicht mehr zumindest. Also, ich habe hier noch keine Schafe gefunden. Ja, das gehört auch noch dazu. Ich möchte hier noch so ein kleines Tiergatter machen. Ja, die Tiere wirst du da sicherlich nicht mehr reintun können. Oh, irgendwas stimmt hier mit dem Server im LAN nicht. Blöcke tauchen einfach wieder auf, nachdem sie wieder abgebaut wurden. Bei mir habe ich keine Probleme. Ich hatte jetzt gerade 2-3 Mal Aktualisierungsfehler. Obwohl ich der Horst bin. Das ist sehr unverständlich. So,
Das brauche ich. Bin gleich wieder da. Ja, ja, tob dich aus. Es wird langsam dunkel. Dann brauche ich deine Kenntnisse. Ja, die Kenntnisse sollte man vielleicht anwenden, bevor es dunkel wird. Naja, so viel Zeit hast du nicht mehr. Ja, bei mir ist schon direkt Nacht. Ich komme gleich. Ich habe hier ständig Aktualisierungsfehler. Das verwirrt ein wenig. Irgendwas stimmt hier mit dem Block-Update nicht. So, das war das. Für diejenigen, die sich wundern werden, unsere Audioqualität wird abweichend sein, da wir momentan nicht auf unseren Teamspeak zugreifen können. Deswegen läuft das hier über Skype. Sollte also irgendwas Unvorhergesehenes passieren, Skype ist schuld. Ja, klingt aber trotzdem ganz ordentlich, auch wenn es nicht so klar ist wie sonst. Aber was will man machen? Hauptsache, man kann kommunizieren. So. So, ich futter jetzt gerade erstmal was, damit ich voll bin, bevor jetzt hier gleich die Hölle losbricht. Ach was. Du übertreibst maßlos. Ich sehe schon Spinnen. Töte sie für Bögen. Nein, nein, Zombie, Zombie, Zombie. Ich gehe ins Haus, ich mache die Tür zu und ich gehe nicht mehr raus, bevor die Sonne wieder erscheint. Er steht vor der Tür und streckt seine Hand durch das Holz. Macht er wenigstens Knock-Knock-Jokes? Moment nicht, nein. Dann bist du safe. So, was habe ich denn jetzt hier noch drin? Wir hatten das letzte Mal das komplette Holz verloren, was wir hatten. Ah, okay. Nicht so schön, sonst hätte ich jetzt nochmal eine Truhe dahingestellt. Kannst du auf dem Rückweg noch ein bisschen Holz für eine große Truhe mitbringen, wo ich die ganze Erde mal rein. Ich bin hier ohne Rüstung unterwegs. Ich bleib hier nicht länger draußen als unbedingt nötig. Ich habe auch nur eine Hose. Ich hab gar nichts. Ich brauche auch eigentlich gerade erstmal einen Ofen, weil ich habe ein bisschen Kühe geschlachtet. Ofen ist hier. Kohle habe ich auch genug da. Ich muss nur gerade meinen Weg zurückfinden zu dir. Immer den stöhnenden Zombies nach. Ach, ich habe ja noch Stöcke. Ah, das ist ja cool. Dann baue ich gerade mal noch ein paar Schaufeln und Spitzhacken. So, ich sehe deine Hütte. Aua. Das war blöde. So, Knock, knock. Habe gehört, wie der Regen lauter wurde. So. Zwei Öfen. Uiuiui, jetzt wird hier unter Hochdruck produziert. Ich muss mich gerade mal wieder voll regenerieren und dann geht's los. Mach das. Was hast du denn da? Eine Lederrüstung? So.
So, ich brauche noch 3 Holzplanken von dir, die du sicherlich nicht mehr hast. 2 habe ich, glaube ich, noch. Reicht nicht. Nee, Bretter habe ich. Ja, die brauche ich ja. Ja, 2. Ja, da ist es wie die schöne Steaks anbrutzeln. Richtige Nahrung. Ja, Steak hatte ich auch, aber haben sie mir alles genommen. Alles haben sie mir genommen. Ich habe nur noch dieses Haus. Wo hättest du gerne ein Bett? Stell's dir hin. Ich stell mir das hier mal so an die Wand. So. Bisschen Futter. Nahrhaftes Futter, was dann auch hält. Das ist gut. So, jetzt speichere ich erstmal. Dein Spawn, ja. Aufwachen wirst du nicht. Du musst manuell aufstehen, weil ich da bin. Ja, ja, klar. Bogen hast du? Nein, nicht mehr. Ich hatte alles. Sie haben es mir alles genommen. Ich merke schon, du bist 3 Minuten im Spiel und machst das Zeug 1000-mal schneller. Du machst die Sachen, die ich für 5 Folgen gebraucht habe, machst du in den ersten 5 Minuten. Ja gut, ich erkläre ja immer auch noch ein bisschen, während ich was baue. Ich muss gerade dich erstmal auf Stand bringen. Ja, ja, erstmal langsam. So, du hast keinen Kies. Doch, du hast Kies, sehr schön. Alles. Ich bin gleich wieder da. So, was machen wir denn jetzt Feines? Was können wir denn noch machen? Wir könnten noch ein paar Pfeile bauen. Aber nee, wir haben keine Feuersteine mehr. Nee, dann können wir jetzt gerade im Moment so gar nichts tun. Brains. Geht denn jetzt bald mal die Sonne auf? Ich will doch nur raus. Oh, was höre ich da? Nur böse Kreaturen um uns herum. Nur böse Kreaturen. So, das verrottete Fleisch schmeißen wir dann auch gleich weg. Das Granit räumen wir hier noch ins Inventar und dann das schmeißen wir gleich weg. So, da bin ich wieder. Und das Hammelfleisch ist fertig durchgekocht. Guten Appetit. So, eine Sache, die du gerne mal machen kannst, das kann dir auf jeden Fall nicht schaden, wenn du nachts irgendwie hier eingekerkert bist und von Zombies belagert wirst. Du hast hier Kies in deiner Kiste. Verwandle das zu Feuerstein. Wie mache ich das? Mit einer Schaufel. Da kommt doch nur wieder Kies raus. Aufpassen. So, es wird hell. Wir können wieder raus. Da, Feuerstein. Oh, ist ja cool. Je besser deine Schaufel ist, desto häufiger kriegst du Feuerstein statt Kies wieder. Okay. Hier hast du noch wieder ein Kies. Und wir gehen jetzt raus.
Sekunde, ich will hier den Haufen gerade noch fertig machen. Das ist ja cool. Ja, haben wir wieder was gelernt. Und dann aus dem Feuerstein, weißt du ja, kann man dann Pfeile machen. Genau, ja, Pfeile habe ich schon gebaut. So. Gut, ich baue mir jetzt gerade noch welche, damit ich mich verteidigen kann. Pfeile habe ich doch noch hier in der Truhe. Ich habe jetzt 12 Stück, ich bin tödlich. Spinner! Ah, das ist natürlich echt doof, dass es regnet. Entschuldigung. Nichts passiert. So, ich räume jetzt hier weiter den Haufen weg. Du kannst mir helfen, wenn du willst. Gleich, ich will erstmal in die Eisenzeit kommen. Übrigens, wenn du irgendwo solche Bäume siehst, neben denen ich stehe, das sind Eichenbäume, die haben eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wenn du sie abbaust und die Blätter despawnen, dass die Äpfel runterfallen lassen. Oh, Äpfel? Cool. Wenn du dann noch Gold drumherum machst, hast du einen Heileffekt, aber ansonsten Äpfel sind für den Anfang richtig genial. Einfach so mal den Stamm entkernen Gold, und fertig. Goldäpfel kann man doch gar nicht mehr bauen, oder verwechsel ich nur das die ja? Notch-Äpfel, das sind die mit den Goldblöcken. Aber mit den Goldbarren, den Apfel kannst du nach wie vor craften. Achso, okay. So, ich zwecks entfremde mal, beziehungsweise zwecks nutze mal deine Mine hier. Ja, viel Spaß beim Buddeln. Die geht ziemlich weit. Ja, und du hast keine Ahnung von Symmetrie. Ich bin halt einfach irgendwie runter. Ja, das Problem ist aber, fluchtwegstechnisch ist das hier grandiose Kacke. Hier wird nicht geflüchtet, hier wird gestorben. Aufrechten Hauptes. Also gut, wenn ich sterbe, nicht mehr ganz so aufrecht. Das Problem ist auch, wenn du dann irgendwie mal später hier wieder runterkommst und vergessen hast, Fackeln zu setzen, was du getan hast, warten die schon freundlichst auf dich. War bis jetzt Gott sei Dank noch kein Problem, aber ich nehme ja jede Kritik gerne entgegen. So, ich höre hier was. Das ist gut. Könnte eventuell ein Spawner sein. Ja, da unten ist ziemlich viel Aktivität. Ich sehe zwar nie irgendwas, aber da scheint irgendwie eine Höhle deiner zu sein. So, hier ist Eisen. Das freut mich schon mal ganz enorm. Wir haben 2 Folgen lang nach Eisen gesucht, womit ich 2 Teile bauen konnte. Also ich habe jetzt gerade genug für eine komplette Brustplatte. Ja, Brust wäre schon mal wieder geil. Die haben sie mir das letzte Mal zerstört. Moment, ich muss gerade mal mein Setup anpassen. So, hier kommt ein Zambel. Ja, lenk sie ruhig ab, damit ich hier in Ruhe bauen kann. Beziehungsweise abbauen. So, Skelett erledigt. Ah, so langsam lichtet sich das Feld. Schönes Wortspiel. Und ich werde ja hier nicht wie auf dem SMP das Problem haben, dass mir ein gewisses Objekt die Sonneneinstrahlung klaut. Sehr schön. Damit haben wir den obligatorischen Tod der Folge hinter uns gebracht. Ja, ja, dafür habe ich aber ganz viel Eisen gefunden, was ich jetzt noch holen muss. Ist das krass. Gerade ist die Sonne durch die Wolken gebrochen. Oh, ich liebe diese Shader.
Ich spiele mit meinem normalen Textturenpaket, das reicht mir. Bin gleich wieder da. Ach, grausame Minenverzwackung hier. Okay, du hast eine Schlucht direkt hier unten drunter. Da könnte man vielleicht mal reinschauen, da sieht man sehr viele Ressourcen meistens. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wie du möchtest. Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar, denn alleine baut sich das ja alles doch nicht ganz so schnell. Vor allen Dingen, wenn man so viel vorhat wie wir. Verdammt! Ah! Siehst du, so ging's mir in der letzten Folge. Sekunde, das haben wir gleich. Ja, man ist das ein bisschen. Ganz spannendes Kacke. Ja, man ist ein bisschen verwöhnt von der ganzen Diamantrüstungskram und alles. Das ist weniger das Problem, ich Idiot bin ohne Schwert da reingestürmt. One Punch Man Style. So was ähnliches. Ah, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir schon mal den ganzen Dreck hier weg. Das ist schon mal sehr schön. So, und wie wollte ich das denn jetzt bauen? Hier, genau, hier wollte ich eine Treppe hinmachen und hier dann immer nur einen. Oder wollte ich das komplett wegmachen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist halt das Problem, wenn unten dann 5 Sekunden später zehntausende Skelette spawnen. Und man ohne Rüstung so squishy ist wie wir. Suck it. Genau, das hier muss noch weg. Du nicht kriegen Kerze. Oh, Kohle. Aber das räubern wir uns gleich erst. Erstmal hier alles abbauen, solange es hell ist. Also ich denke, hier der Bauplatz wird auch relativ gut abzusichern sein, dadurch, dass ich hier halt an der Klippe bin. Das sicherlich, das sicherlich. Hier ist eine Kohleader. So hoch. So. Ich muss sagen, hier die Klippe ist generell ziemlich schön. Diesen Überhang da hinten, den ich da habe, den werde ich noch wegmachen. Und dann habe ich hier eine schöne Klippenfestung. Klingt doch nach einem Plan. Ja, das Haus wird ja noch ein wenig weiter ausgebaut, so Winterfell-Style. Also Kohle hast du genug? Genug ist jetzt wieder so eine Aussage. Man kommt zurecht damit.
So, andere Frage. Weißt du zufälligerweise noch, wo du deinen Redstone gefunden hast? Ganz unten am Ende meines Ganges. Viel weiter bin ich nicht. Da hängt in der Wand noch ein bisschen Redstone drin. Ich hatte einen Redstone-Vorkommen, habe ich zerstört und gemerkt, dass das mit meiner Spitzhacke nicht geht. Ich kann es dir aber gleich zeigen. Es wird jetzt eh dunkel, dann komme ich gleich zu dir einfach runter. Mach das. Schaffen wir noch eine Linie? Ich glaube, das kriegen wir hin. So. Kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Den Zombie hau ich gleich von den Socken. Entschuldigung. Dunkel, dunkel, ich sehe nichts. Ah, wo ist mein Loch? Da. So, dann gehen wir doch mal nach unserem Speedy suchen. The Speedy you're looking for is temporarily not available. Ach, du bist da unten. Okay. Du bist in der Höhle. Okay, das Redstone war hier irgendwo. Hier war das irgendwo. Was? Keine Pfeile mehr, verdammt. Okay, du hast. Oder habe ich das hier gebuddelt noch? Ich habe einen Seitengang reingebuddelt. Hier ist Redstone. Sind 1, 2, 3, 4 Blöcke. Wo bist du jetzt? Bist du... Bist du unter mir? Über mir? Ich sehe dich nicht. Ich bin da hinten weiter. Komm. Komm mal zurück. Also ich gehe jetzt wieder hoch. Genau, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich bin. Genau, hier. Ich sehe auf jeden Fall deinen Namen nicht. So, ich habe jetzt hier den perfekten Ausblick nach unten zum Loch und bin jetzt gleich. Okay, also du musst definitiv. Warte, ich sehe deinen Namen. Bleib stehen. Ich bin jetzt gerade zu der Höhle gelaufen, wo du warst. Mit Fackeln? Ja. Sehr gut, dann bleib da. Ich bleib bei der ersten Fackel stehen. Ein Gude. So, Rücken drehen. Da. Aua, aua, aua. Lapis. Verzaubern kannst du jetzt auf jeden Fall. Ja, Lapis hatte ich vorher auch schon. Wusste ich doch, dass hier noch was ist. Manchmal sind die eins versetzt, sodass du die optisch nicht siehst, weil hier noch Stein drauf liegt, aber generell solltest du halt bei Lapis und Diamanten und sowas auch mal versetzt gucken. Hast du genug Essen dabei? Sonst gebe ich dir was. Hab 5 Schweinefleisch, das reicht. Ich war ja eben Okay. fleißig jagen. So, wir gehen jetzt aber gerade noch mal hoch, weil da war eine größere Höhle und da hast du größeren Erfolg, Erze an der Wand oder sowas zu finden, als wenn du jetzt hier blind drauf losbuddelst und dann die Durability deiner Spitzhacke verbrätst. Oh Gott, ich habe so viele Spitzhacken schon verbraten. Wo geht's hier hoch? Hier durch. Tunnelmonster. So, das ist eine Ein Fledermaus. Zombie hinter dir. Kohle!
Kohle, Kohle, Kohle habe ich auch. Oh, das ist eine schöne Ader hier. Aber damit würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich erstmal bei Darkspeedy schon mal für die Unterstützung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet hier beim Minecraft I Will Survive. I will survive with me.